Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21 Ultimate Team. Wir spielen heute gegen den Kleinstgegner, gegen den Chelsea FC. Probieren es aber mal auf Legende, denn wir kriegen insgesamt 400 Punkte mehr. Unsere Aufstellung von der Beek habe ich das Verletzungspack schon zugewiesen. Wäre für drei Spiele tatsächlich verletzt gewesen. Genau, wir testen es einfach mal, ob wir imstande sind, auf der Spielstärke zu gewinnen. Wir spielen es erstmal in Schwarz. Gegen einen Napoli-Fan, so wie es aussieht. Oder zumindest hat er das Trikot von Napoli gewählt. Das ist die Mannschaft unseres Gegners. Die Mannschaft des Chelsea FC. Relativ zweitligalastig mit einem Team of the Week der Premier League. Und das silberne Team of the Week Premier League hatte. Und das ist das Footstadion. Mal gucken, was so möglich ist. De Gea. Fernandinho Silva. Pereira, Wan-Bissaka über außen. Van de Beek, Henderson, zentral-defensiv, Kane, zentral-offensiv in der Mitte. Silva, Bergwijn, rechtes und linkes Mittelfeld. Rodrigo Moreno im Sturm. So, Allzweckwaffen. Wer wird heute erfolgreich sein? Wer kann hier vielleicht zum ersten Mal Legendenpunkte mit nach Hause nehmen? Und wenn ja, wenn wir es schaffen, ist natürlich auch die Frage, wie viel. Ich werde das Spiel natürlich nicht wiederholen, wenn wir verlieren, um Himmels Willen. Es ist heute mal ein Testlauf. Wenn wir jetzt natürlich sagen, wir gewinnen hier nur 1-0, 2-0, dann bleiben wir, gehen wir natürlich zur Weltklasse zurück, ist ja logisch. Kriegen wir halt mehr Punkte für, ist ganz klar. So ein Ziel halt auch 5-0 gewinnen, das wäre natürlich Bombe. Wäre sehr wünschenswert für unser Punktesystem. Von der Weg. Okay, daraus auf Rodrigo Moreno. Der muss kurz abbremsen. Moreno 1-0, das ist wundervoll gemacht. 1-0 in der 6. Minute und 1-0 mit dem ersten Torschuss. Und der schwarze Block da hinten, der steht erstmal. Der steht erstmal und feiert ein bisschen. Kane. Bergwijn. Für Kane. Für Rodrigo. Silva. Für Kane. Oh, da kommt dann der Außenverteidiger Silva. Nagato. Geis. Vydra. Schnell, paar Spiele, das ist nicht schlecht, das ist echt gut. Von unserem Gegner, die Frage ist halt, wie lang. Ist der Stopp da? Oh nein, der Stopp ist nicht da. Und da ist der Ausgleich. Und der ist äußerst frech gespielt. Muss ich aber auch sagen, eine 70er-Mannschaft mit 62 Teamchemie. So ein Passspiel raushauen ist interessant. Vor allem, wenn wir wissen, wie wir letztes Jahr Probleme hatten mit roter Chemistry. Wie viele Pässe bei uns wirklich funktioniert haben. Ja, ist das schon ein bisschen frech. Wan-Bissaka. Van de Beek passt nicht auf. Der hat schon gelb. Wann hat sich denn Van de Beek gelb abgeholt? Gerade vorhin jetzt, oder was? Van de Beek. Kane. Moreno. Bergwijn. Bergwijn. Oh! Wenn er den Ball reinkriegt. Halleluja. So, Henderson in den zweiten Ecken dabei. Habe ich extra umgestellt. Hat er von den Werten her die besten Werte als Eckenschütze. Bergwijn. So, das ist zu einfach. Vor allem, ich weiß nicht, warum ich da den Ball protecte, wenn er dann so einfach rankommt. Da stelle ich mir schon manchmal eine Frage, ne? Silva, schön gemacht. Henderson, Kane. Ja, ich warte immer noch. Ah, wieder so halbwegs irgendwie durchgesteckt. Wan-Bissaka überhaupt nicht auf Position. Martinez über die Außen. Wan-Bissaka hinterher. Macht aber Wan-Bissaka gut. Muss man ihm lassen.
Van de Beek überhaupt keine Chance, dass er überhaupt mal rankommt Richtung Ball. Fernandinho. Oh. Wollte gerade sagen, wenn er da Elfmeter gibt, kann er, muss er aber nicht. Rodrigo. Rodrigo, da wissen wir, dass der schnell ist. Rodrigo, 2-1. Und das ist genau das, was uns auszeichnet. Diese schnellen Konter. Zack, und auf geht's. Ab geht die Post. Und da sind wir halt einfach gut drin. 26. Minute, erneute Führung. Ja. Ja, kommen wir auch nicht hin. Ah ja, na. Katastrophe. Ich muss ja echt warten, bis dann praktisch der letzte Spieler diese Passstaffette am Ball ist, so wie jetzt zum Beispiel. Man kann auch gerne mal draufholzen. Wie gesagt, das müssen wir abwarten, bis der letzte Spieler da ist. Wenn der da ist, dann ist es egal. Und das ist Rodrigo. Und der kann laufen. Rodrigo. Und der kann laufen. Und der sieht Bernardo Silva. Und Bernardo Silva kann auch laufen. Dem haben wir es nämlich beigebracht, wie man schnell läuft. Bernardo Silva. Abschluss. Konter. 3-1. Ja, so geht's. Ecke. Rodrigo startet. Silva läuft vorne schon. Ab geht die Post. Das ist genau das, was mich jahrelang ausgezeichnet hat. Von FIFA 13 bis FIFA 17. Mit 18 kam dann plötzlich der Wechsel. Da musste ich 4-4-2 spielen, weil auf einmal habe ich mir die teuren Spieler nicht mehr leisten können oder die schnellen Spieler, weil dann war es halt alles auf Tempo ausgelegt. Davor hat das mit dem Tempo noch nicht jeder so raus. Joa. Dieses Jahr mal Glück gehabt mit dem Spieler kaufen und Spieler leisten. Bergwijn probiert es nochmal. Rodrigo trifft. 4-1. Und jetzt sind wir in dem Status oder an dem Grad angelangt, wo ich sage, kleine Gegner auf Legende sind schlagbar. Mit unserer Mannschaft. Wie gesagt, jetzt brechen sie auseinander. 4-1, 35. Minute. Zwei Tore brauchen wir noch. Und dann würden wir wahrscheinlich mit vielleicht 2000 Punkten rausgehen. 2000 Punkte sind ein Haufen Schotter, Freunde. Ja, stark. Stark. Nimmt nochmal die Außen mit. Nochmal zur Mitte. Und dann ist halt Schluss. Da steht dann halt Fernandinho. Aber da steht er auch nicht erst seit heute. Bergwijn. Bergwijn. Oh, Verteidiger kommt dazwischen. Sonst wäre Rodrigo wieder durch gewesen. Silva. Bearbeitet er mal. Unser Gegenspieler. Also jetzt muss ich aber auch mal ehrlich sagen. Für eine 72er oder für eine 70er Mannschaft. Muss jetzt aber auch echt sagen, was macht De Gea da eigentlich? Und Wan-Bissaka. Die stehen überhaupt nicht da, wo sie stehen sollen. Das ist Manchester United Fansong. Kenne ich gut genug vom Karrieremodus. Herrera, Silva, Silva, Kane. Oh! Da kommt der Torhüter aber gerade noch hin, Freunde. Ja, und das ist halt was, wo ich mir denke, so definitiv nicht. So einen Ball kannst du nicht so genau zu deinem Mitspieler blocken. Nein. Nein. Wäre ihm auf Weltklasse auch nie gelungen. 6 Torschüsse, 4 Tore, müssen wir uns eh loben. Sind vorne sehr, sehr kalt. Auf der anderen Seite 4-2 ist aber auch nicht besser. Zeugt nicht für unsere Abwehr, oh, beziehungsweise für unseren Torhüter. Der bei United ja sowieso in der Kritik steht. Verstehe aber auch warum.
Oh, und das sind halt so Pässe, wo ich denke, so von einem 83er gegen eine 72er Mannschaft. Nein, das darf nicht passieren. Das war ein einfacher X-Pass einfach zum Spieler zurück und der geht halt einfach ins Nichts. Ja, auch hier wieder Silva kriegt den Ball, vertändelt ihn aber gleich wieder. Wie das kein Foul gewesen sein kann, weiß ich auch nicht, weil wir treten ihm dann nur in die Hacken. Nochmal Doppelpass spielen oder hallo? Es geht aber keiner hin, schau es mal an. Ich muss alles selber machen. Keine Ahnung, warum keiner hingeht. Keiner. Es stehen alle nur da und schauen zu. Tactical Defending funktioniert super. Da sehe ich überhaupt nichts davon. Also, das war jetzt keine Bewerbung für wahnsinns super gutes Tactical Defending. Aber dann muss ich auch wieder sagen, haben wir wieder hier Spieler 72 Rating, Silber, katastrophal Unterklasse eigentlich, die 10-mal bessere Pässe spielen können als unsere und 10-mal genauer als unsere. Verstehe ich auch nicht. So, und aus dem 4-1 wird ein 4-3 und auf einmal ist wieder knapp. Schlotterbeck. Da, schau dir mal die Ballkontrolle an von den 72er, Alter. Komm. Ja, wenigstens kommen die Pässe nicht an. Aber trotzdem wieder die Kritik des anderen ist 62 Chemie. Weißt du, das ist 0,0 Chemie. Wir haben 100 Chemie. Und bei uns kommen die Pässe nicht mal an. Silva, Silva. Oh, der hält im Spiel, Alter. Lass ihn doch rausgehen, du blöder Dödel. Von dem Weg müssen wir auswechseln, mit dem kann ich keinen Zweikampf mehr machen. Ja, auch hier wieder. Schau dir mal einfach das 62, ich betone nochmal, 62 Chemie. Und genau deswegen machen mir höhere Spielmodi eigentlich keinen Spaß. Weil das ist ein Witz, das ist ein kompletter Witz. Das ist ein kompletter Witz. Achtet mal auf die Gea hier. Braucht sich nur noch draufschmeißen und wartet ab. Ja, soll ich wieder zurückgehen? Ja, das ist ein Witz, sorry. Das ist ein komplett lächerlicher Witz. Das ist ein komplett lächerlicher Witz. De Gea hat in diesem Spiel noch nichts gehalten, noch nichts. Das kann es nicht sein, tut mir leid. Das kann es einfach nicht sein. Das kann es einfach nicht sein. Rodrigo hätte ich tatsächlich drin gelassen, hätte ich ihm Silva rausgenommen. Das kann es einfach nicht sein, weil das ist ein Witz. Warte mal, wie viele Torschüsse haben die jetzt? 4 Torschüsse, 4 Tore, Alter. Alles ist eine 70er Mannschaft, Digga, ja. Also, wir werden das nächste Mal wieder auf Weltklasse spielen, aber wie gesagt. Erstens sind diese Passstaffetten ein absoluter Witz und wenn dann dein Torhüter halt gar nichts mehr hält, das ist dann die Höchststrafe dazu. Also 4 Torschüsse, 4 Tore bei mindestens 2 haltbaren Schüssen, verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. Verstehe ich absolut nicht. Und da habe ich dann auch nicht den Nerv dazu. Also ganz ehrlich, da kriege ich lieber 1800 Punkte als 2000 Punkte und habe dafür Spaß am Spielen, wenn das halt bei 83er Goldpässen rauskommt. Und die 72er hier mit 62 Teamchemie Passstaffetten spielen, als wären sie Barcelona in Höchstzeiten. Also, tut mir leid, bei aller Ehre. Bei aller Ehre. Vor allem irgendwie auch 10-mal so viel Energie haben wie wir, wenn ich mir das mal anschaue. So. Mit das Tackling. Achtung. Und jetzt geht's gleich wieder los. Passstaffetten à la Barcelona. Und auch Dribblings à la Barcelona. Ey, das ist Abseits, Alter! Also wie gesagt, das ist echt auf einem Level, wo es wirklich lächerlich ist. Weil wie spielt dann eine Goldmannschaft? Weißt du, wie das letzte Mal 91 Mbappé konnte gar nichts. Dann spielen wir hier auf Legende
gegen eine Silbermannschaft. Und die Silbermannschaft spielt 10-mal so gut wie die Mbappé-Mannschaft auf Weltklasse. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein, dass zwischen Legende und Weltklasse so ein Unterschied ist. Vor allem im Vergleich zwischen einer Silber- und einer Goldmannschaft. Beziehungsweise eigentlich fast einer Legendenmannschaft. Das ist das, was ich hier gerade ankreide. Promes, der ist durch. Der ist durch. Promes ist durch. Promes ist durch. Promes, schau dir das an. Wir haben selbst gegen Ter Stegen gespielt. Ter Stegen hat die nicht rausgehalten. Also, oder hat die nicht mehr gehalten. Und jetzt spielen wir hier gegen einen, der noch besser ist als Ter Stegen. Und in der zweiten deutschen Liga spielt. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Schön gewartet, schön mitgenommen. Promes, Promes. Nächster Versuch und jetzt klingelt's. Stopp, andere Richtung. Unsere Fans sind da oben. Minute 5-4. Richtig stark. Goal for the visitors. Number 7, Quincy Promes. Das war die Defensive ein bisschen aus. Jawohl. Klappt gut. Mal lassen. Hildegard, starte. Henderson. 6-4. Leck mich am Arsch, Alter. Fress die zwei noch, Alter. Zwei Minuten. Noch drei Minuten. Zwei Tore. Und somit haben wir wieder zwei Tore Führung. Plötzlich ist das Stadion ganz, ganz leise. Und das, obwohl sie eigentlich eine starke zweite Hälfte aus ihrer Sicht natürlich. Muss man dazu sagen. Achtung. Ich würde sagen. Rodrigo Ødegaard. Ja, den hat er auch, klar. Soll er sich in Luft auflösen, wenn er einen Fuß reinhält oder was? Also, come on. Man kann die gelben Karten auch ins Lächerliche treiben, wirklich. Hier wieder dran gewesen. Und wieder springt der Ball zum Gegenspieler, weil Ødegaard, Promes und Co. nicht mal den Ansatz machen. Silva gewinnt den Ball, verliert ihn wieder. Wer ist Johannes Geis? Ich weiß schon, wer Johannes Geis ist, um Himmels Willen. Aber dribbelt hier rum, macht einen auf Messi und hat 72 Silberkarte, weißt du? Am Ende 6-4. Wir schaffen es noch, aber trotzdem. Große Kritik an David De Gea, weil wie gesagt, was waren das? 4 Torschüsse, 4 Tore? Es ist absolut nicht machbar. De Gea 5-4 Rating. Hat er sich auch absolut verdient, diese 5-4. 4 Torschüsse, 4 Tore. Da muss man schon mal auf De Gea zeigen jetzt. Weil wie gesagt, Wo soll er hinschießen? Das sind 4 Beine. Das sind 4 Beine. Das sind 4 Beine. Achtung. Und De Gea, ja, da kannst du durchschießen. Ja, ist jetzt nicht gerade das Goldene, ne? Wenn ich das so mal kurz anmerken darf. Das ist nicht gerade das goldene Abwehrverhalten von De Gea. Nehmen wir Fernandinho als Referenzpunkt für das Thumbnail.
blöde Tor im Weg. Machen wir, nehmen wir mal das da. Machen wir es mal so. Da sieht jeder, was ich meine. Dass De Gea den Flattermann macht. Ich verstehe es nicht, warum, weil wie gesagt, zum Rating verstehe ich es echt nicht. So, schauen wir, wie viele Punkte wir kriegen. 2282. Das ist halt doch relativ, das sind relativ viele Punkte, die wir hier kriegen. Aber dennoch, das ist es mir nicht wert. Also gegen 60er Gegner können wir es machen, aber 70 ist die Obergrenze für Legende. Wirklich. Rest ist Weltklasse. Genau, so. Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Sagt schon mit V und wir sehen uns zum nächsten Spiel wieder hier. Und dann haben wir unten links Real Madrid. Bis dahin, ciao mit V.